So, Leute, sind wir beim nächsten Muster. Jumpstart. Ich weiß, ich sage immer, Leute, macht Jumpstart nicht auf zum Value machen oder sonst was, macht Jumpstart auf zum Spielen. Keine Sorge, die Karten, die ich daraus ziehe, werden dann in so ein kleines Packen gepackt und dann spiele ich damit. Ich mag Jumpstart und ich spiele viel Jumpstart. Und auch immer wieder im Laden mit ein paar Casual-Leuten, also richtig, richtig cool. Dementsprechend, Leute, Jumpstart. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Macht es aber nicht, einfach Display aufrippen, Karten versuchen zu verkaufen und dann Spaß im Leben haben und fertig. Nein, 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 nein. Wenn dann schon cool sei. Und wir haben Minions. Ich weiß gar nicht, ob ich Minions überhaupt schon mal hatte. Ich glaube tatsächlich nicht. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig interessant. Wir haben Minions. Unsere Rare ist Kull's Fightfixer. Kenne ich überhaupt nicht. 4 Mana, 4-3, Menace, Azra, Warlock. Azra, Warlock. Okay. Immer wenn man eine Kreatur opfert, kann man ein blaues oder schwarz bezahlen. Wenn man das tut, zieht man eine Karte für 1 Mana, opfert man eine Kreatur und die wird unzerstörbar, wenn man das zu ist. Okay. Sagt mir gar nichts. Witch Cauldron, 1 Mana Artefakt, 2 Mana tappen, opfern, opfern eine Kreatur, wir kriegen ein Leben und ziehen eine Karte. Okay. Eliminate ist da drin. Nice, 2 Mana zerstörende Kreatur oder Planeswalker, Mana kosten 3 oder weniger. Eternal Taskmaster, 2 Mana, 2, 3, kommt getappt ins Spiel. Wenn er angreift, kann man 3 Mana bezahlen und eine Kreatur aus dem Friedhof auf die Hand nehmen. Oh, der ist gar nicht mal bad für 2 Mana, 2, 3. Gourmand, 6 Mana, 5, 5 Fliegen, natürliche Kosten, opfert man eine Kreatur. Fliegen, Trampel, wenn er ins Spiel bekommt, opfert jeder Gegner eine Kreatur. Cryptlurker, 4 Mana 3, 4, wenn er ins Spielfeld kommt, opfert du eine Kreatur oder man kann eine Kreatur abwerfen und wenn man das tut, zieht man eine Karte. Bone Splinter, 1 Mana Sorcery, opfert eine, erzielte Kosten, opfert man eine Kreatur und zerstört eine Kreatur. Wir brauchen auch Kreaturen, die man abfangen kann. Wenn die stirbt, kann man einen Schwarzen bezahlen, wenn man das tut, muss er in der Hand gerade abwerfen, 1 Mana 1, 1. Ja, das braucht man mehr, das braucht man mehr. Dutiful Attendant, 3 Mana 1, 2. Wenn er stirbt, kann man eine Kreatur aus dem Wirt auf die Hand zurücknehmen. Und Ghoul Caller Akabala, der ist ganz vorne drauf. Der ist im Haar zerkratzt, leider. 2 Mana 2, 2. 4 Mana. Wir können ihn aus dem Friedhof exilen und einen 2-2 Zombie ins Spiel bringen. Nocturnal Feeder, 3 Mana 2, 1. Fliegend. Wenn er stirbt, Validator hat 2 Leben. Wir kriegen 2 Leben. Framing Moor. Village Rides, oh sehr cool. 1 Mana Instant, wir können eine Kreatur opfern und 2 Karten ziehen. Und wir haben einen wunderschönen Sumpf. Ja, der Rest ist Quatsch. Gut, das ging schnell. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.